Sonst gibt's heute US-Beef mit melierten Zwiebeln an Spätzle. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben uns mal ein bisschen Fleisch gegönnt, hier für um die 11 Euro, 440 Gramm US-Beef aus der Hüfte. Und zunächst bereiten wir die melierten Zwiebeln vor oder auch Röstzwiebeln. Dafür erhitzen wir erstmal ein bisschen Sonnenblumenöl. Die Zwiebeln haben wir in dem Fall schon geschnitten. Gleichzeitig bereiten wir eine zweite Pfanne vor. Da können wir schon mal die Eierspätzle reingeben. Da haben wir uns für fertige Spätzle aus dem Kühlregal entschieden. Außerdem brauchen wir Mehl, Zucker, Creme Fraiche, ein paar Gewürze, Paprika rosenscharf, Paprika edelsüß, bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Und die Zwiebeln braten wir erstmal relativ scharf, glasig an. Das dauert eine Weile und währenddessen bereiten wir schon die Spätzle vor. Die müssen ja im Prinzip nur erhitzt werden. Dann wird das Ganze wie angekündigt ein bisschen mit Paprika edelsüß und Paprika rosenscharf abgewürzt. Dann kommt ein bisschen Mehl obendrauf. Das wird sozusagen etwas bestäubt hier, das Ganze nach Gefühl. Das machen wir jetzt alles mit relativ wenig Hitze und immer gut rühren dabei, damit hier nichts anbrennt oder verklumpt. Und zwischendurch kann man auch die Spätzle immer wieder mal umrühren. Als nächstes kommt eine kleine Prise Rohrzucker obendrauf. Und dann sind die Zwiebeln mehr oder weniger fertig und sie kommen demnächst dann in den Backofen, wo sie warm gehalten werden. Der Backofen sollte idealerweise schon ein bisschen vorgeheizt sein. Ich glaube, so um die 80 Grad waren das, denn da kommt später auch noch das Fleisch rein. Jetzt kommen aber erstmal die Röstzwiebeln in die Auflaufform rüber. Und dann wird das Ganze wieder eben zurück in den Backofen gestellt und wir können uns dem Fleisch widmen. Dazu braucht es eine saubere Pfanne. Außerdem wieder heißes Öl. Ich glaube, wir hatten hier Rapsöl genommen oder Sonnenblumenöl und da kommen jetzt die Steaks rein, also das US-Beef, das wir im Übrigen gut durchgegart haben. Ordentlich anbraten das Ganze, erst die eine, dann die andere Seite, damit sich schön die Röstaromen bilden und damit das Fleisch auch schön Farbe annimmt von jeder Seite.
Ungefähr so sollte das dann aussehen. Nebenher kann man sich schon mal ein Glas Wasser bereitstellen für die Bratensoße, die wir, muss ich gestehen, mit Hilfe von Maggi dunkler Soße hergestellt haben. Das seht ihr aber auch gleich noch alles. Die Besonderheit von dem Fleisch ist, dass man es auch relativ gut durchkarren kann und dass es trotzdem innen nicht zäh wird. Wir haben uns echt schon mal beim Metzger beraten lassen und knapp 12 Euro für 440 Gramm für 4 Stücke ordentliches Beef, da kann man eigentlich wirklich nichts sagen. Und jetzt ist das Fleisch langsam aber sicher fertig. Bisschen schwarzen Pfeffer oben drauf, frisch aus der Mühle. Je nach Konsistenz des Fleisches kann man dann in etwa auch erraten, wann es ungefähr fertig ist. Ich glaube, auf Salz haben wir hier sogar verzichtet. Ich bin gerade nicht ganz sicher. So, dann kommen im nächsten Schritt die Zwiebeln aus dem Ofen hinaus, zumindest kurzfristig, und das Fleisch kommt in die Auflaufform hinein, wo es dann eben noch eine Weile ruhen darf. Und während das ruht und nachgart, bereiten wir dann die Soße vor. Die Form ist jetzt nicht ganz sauber, das macht aber nichts. Da ist noch ein bisschen Fett drin, das ist wunderbar. Nicht, dass hier noch irgendwas andeckt, wobei bei der Temperatur im Normalfall nicht. Ab damit in den Ofen rein. Und im nächsten Schritt brauchen wir dann Rotwein. Da könnt ihr irgendeinen nehmen, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch ein Rotwein, der zum Essen benutzt wird, ruhig gut sein kann. Das merkt man später dann auch im Essen. Das hier war jetzt nichts Besonderes, den hatten wir noch. Ich glaube, das war irgendein lieblicher Rotwein, den wir geschenkt bekommen hatten. Davon also ein ordentlicher Schluck in die Pfanne. Gut aufkochen das Ganze. In dem Fall ist jetzt auch das Fett in der Pfanne geblieben vom Fleisch. Das macht die Soße natürlich auch noch ein bisschen aus. Und als nächstes kommt dann ein bisschen Wasser dazu. Und wir bereiten die Soße für den Rinderbraten vor, das Pulver, das ich vorher erwähnt habe. Nochmals aufkochen das Ganze. Ich glaube, wir haben zwischendurch immer mal wieder ein bisschen mit Wasser auch gestreckt. Aufpassen, dass nichts anbrennt. Nachdem das Fleisch jetzt fertig ist, kommt es raus aus der Form und kommt zurück in die Pfanne, in die Soße hinein. Da darf das Ganze dann nochmal ordentlich aufköcheln. Es wird nochmal ein bisschen mit Wasser gestreckt, bis die Soße halt eine angenehme Konsistenz hat. Die Zwiebeln kommen dann zwischendurch nochmals in den Ofen. Und auch hier prüfen wir nochmal, ob das Fleisch wirklich gut ist, ob es nicht zu weich ist innen
Und dann werden wir die Soße mit bisschen Creme Fraiche noch verfeinern. Dadurch wird sie ein bisschen heller, ein bisschen sämiger und ein bisschen milder auch. Da muss nicht alles rein, sonst wird es zu fettig. Soll ja immer noch irgendwie eine Soße sein, aber mach das ein bisschen nach Gefühl. Es kann schon so ungefähr der halbe Becher rein, meiner Meinung nach. Gut verrühren nochmal das Ganze. Und dann ist es im Prinzip auch fertig und wird angerichtet. Die Spätzle muss man nur auf den Teller geben, dann das Fleisch dazu und die Soße oben drauf. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich habe euch vielleicht inspiriert. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.